Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Es ist 15 Uhr und das bedeutet, es ist endlich wieder Zeit für unsere 15-15-Show. Und wie der Name es schon verrät, bekommen Sie hier in der nächsten halben Stunde alles für 15 Euro. Also nutzen Sie unbedingt diese Gelegenheit aus. Und Carsten hat uns heute wunderbare Produkte rausgesucht. Nö, ich. Ich glaube, du brauchst mal immer richtig Struktur der Reihe. Aber schauen wir doch mal direkt. Und ich glaube, das Erste braucht man auf jeden Fall immer. Da gehen wir mal in die Küche und Ralf hat uns da was Tolles rausgesucht. Es liegt wieder 15. Ja, natürlich ist die kalte Jahreszeit auch für viele die Tee-Trinkzeit, obwohl viele Teeliebhaber natürlich das ganze Jahr Tee trinken. Aber ich glaube, jetzt in dem Moment ist es wichtiger. Oder? Hier heiße haben wir einen, Zitrone ist im Moment schwer angesagt. Auch heiße Zitrone. Ja. Aber warum ich mit Tee anfange? Also das ist ein Edelstahl-Wasserkocher mit 1,8 Liter Füllvolumen. Ja, aber warum das für Teetrinker so wichtig ist? Teetrinker, also Tee-Experten, ich meine jetzt nicht die, die einen Fertigbeutel reinhängen und dann wieder nach 5 Minuten rauswerfen, sondern ich meine wirklich diese Leute, Leute, die mit richtigen Tee arbeiten, die wissen, dass die Aufbrühtemperatur was ganz Wichtiges ist. Du brauchst bei grünem Tee was ganz anderes als bei schwarzem Tee. Und da kommt das Display hier vorne zu tragen. Weil hier kannst du verschiedene Aufbrüh- oder beziehungsweise Hitze einstellen. Du kannst ab 40 Grad, 60, 80 oder 100 Grad. 100 Grad wäre das kochende Wasser, klar. Ganz, ganz klar. Ja. Aber 40 Grad wäre zum Beispiel warm halten. Aber 60 oder 80 Grad, gerade 80 Grad, wenn ich da, ich bin jetzt auch kein Teekenner, aber wenn ich richtig informiert bin, bei grünem Tee ist die optimale Aufbrühtemperatur 80 Grad, dass das Aroma rauskommt. Und das kannst du eben bei anderen Wasserkochern nur abschätzen. Nee, kannst du nur so machen. Hier hast du die Temperatur, die Handhabung, ganz einfach. Wir sehen das auch innen Edelstahl, das heißt leicht zu reinigen. Da hält auch kein Kalk, das ist auch was Wichtiges, also keine Verkalkung. Und ausschütten, oder du siehst das, ganz einfach hier einschalten oder Ähnliches. Klack, ja. Und dann haben wir hier vorne auch noch mal einen kleinen Sieb integriert, Wahnsinn. Hier im Ausschütten ebenfalls, da sehen Sie ihn, ebenfalls aus Edelstahl und ich finde auch gesellschaftstauglich und du siehst auch diese Induktionsspannung, das wird einfach so draufgesetzt, eingeschaltet und dann sieht man vorne im Display, welche Temperatur erreicht ist oder beziehungsweise ich stelle die Temperatur, die ich haben möchte, ein. Das ist sehr luxuriös, wie ich persönlich finde. Und ich finde ihn auch optisch sehr ansprechend mit so einem Cool-Touch-Gehäuse und so weiter. Also richtig klasse. Zahlen Sie normalerweise dann doch noch mal einen etwas höheren Satz für. Knapp 33 Euro, just in dem Moment, wo wir den zeigen bei unseren Kollegen von Pearl.de. Bei uns ist der Preis um mehr als die Hälfte gesenkt, aber eben nur für diese Show oder bis maximal 2 Stunden danach, solange der Vorrat reicht. Für gerade mal 15 Euro. Fast 2 Liter Fassungsvermögen ist eine ganze Menge. Da kriegst du also eine ganze Menge Tee mit hin. Die NX 7522 und die 569. Und wenn ich Monika so angucke, kann ich, glaube ich, deine Gedanken hören. Ein Wasserkocher gehört in jeden Haushalt, richtig? Ja, und ich bin begeistert für den Preis. Ich habe mir jetzt auch erst eingekauft. Weit über 100 habe ich da auf den Tisch legen müssen. Boah, also ich habe neulich mal einen Sonder... Also der 15 Euro ist ja super. Ich habe neulich mal ein Sonderangebot gesehen, wo du das auch machen konntest. Und der hat 59,90 Euro gekostet. Ja? Also da sehen Sie schon, wie günstig der Pearl.de-Preis ist. Und dieser Preis, über den müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, der ist meiner Meinung nach unschlagbar. Ja, also 15 Euro für ein Edelstahlwasser. Kocher mit automatischer Temperaturanzeige. Das ist schon großartig. Warmhaltfunktion und so weiter. Auch alles komplett mit dabei. Und richtig schick. Sieht da auch noch aus. Den kannst du also locker mal in der Küche auf der Anrichte stehen lassen. NX 7522 und die 569. Ich habe viel heiße Zitrone getrunken in den letzten Tagen. Ja. Ich habe dir gerade deinen Zucker gekauft. Jetzt mit Zucker, jetzt schmeckt halt die pelzige Zunge dabei. So. Weg von der heißen Zitrone hin zu richtig Spaß zu Hause oder gerne auch unterwegs. Es schlägt wieder 15. Und wenn ich das richten darf, dann darf Spielzeug natürlich nicht fehlen, was Sie jetzt nicht gesehen haben. Nein, du darfst gleich behalten. Vor der Sendung. Diana soll uns eigentlich die Produkte herbringen. Ich schalte es dann ein. Sie hat schon da draußen damit gespielt. Ja. Ich sage immer, Männer wären Spielkinder. Diana ist eigentlich ein halber Mann, was das angeht.
Ja, nur was das Spielen angeht. Aber ich weiß, Monika mittlerweile ja auch. Aber das ist auch ein tolles Gerät. Das ist ein Monster Truck. Wir sehen den. Ja, und der fährt natürlich vorwärts, rückwärts, hat Einzelradaufhängung und eine wirklich für mich geniale Fernbedienung. Hier mit Drehlenkrad, um die Richtung einzuschalten. Und mit dem können Sie übrigens über Stock und Stein fahren. Wir könnten jetzt hier ganz einfach mal von der Bühne wirklich eine Rampe bauen oder einfach runterspringen. Es könnte sich zu Hause mal das Chassis lösen, aber das ist extra nur aufgesetzt, damit das im Crashfall passieren kann, damit eben nichts kaputt geht. 15 km/h schnell. Die Geschwindigkeit können wir jetzt hier oben auf der Bühne gar nicht ausfahren. Aber Sie sehen schon, wie viel Spaß das Diana macht. Ja, ja, ja. Und wenn Sie mal draußen sind, da sehen wir jetzt die Aufnahmen, da macht es natürlich noch mehr Spaß. Wirklich über Stock und Stein mit der Fernbedienung vorwärts, rückwärts, in allen Richtungen. Und Moni würde jetzt am liebsten Diana mal die Fernbedienung wegnehmen. Du bist auch so begeistert von so kleinen Modellautos, ferngesteuerten Autos. Ja, ich fahre den richtig gern. Das macht einfach super Spaß, weil der eben auch so große Reifen hat. Der ist auch robust. Damit kann man auch mal so eine kleine Treppenstufe vielleicht auch runterfahren und eben auch draußen. Wirklich richtig cool finde ich auch die Fernbedienung. Das ist nämlich auch wie so ein Rad einfach von dem Wagen quasi, wo man dran drehen kann. Also das macht echt Spaß und Diana, die provoziert uns hier gerade ein bisschen. Die fährt wie im richtigen Leben, ohne Rücksicht auf Verluste. Ellbogen raus, gerade eben sind wir über den Schuh gefahren. Ja? Der Bremst verliert. Komm, gib mal Gas, fahr mal über die Rampe. Hallo. Fahr mal über die Bühne raus, damit wir sehen, wie robust der ist. Ja? Buff, buff. Ja, guck mal, 4 Salti hat er geschlagen und jetzt ist er unten unterwegs. Also das ist, ich finde das toll. Ja. Und gerade wenn man jetzt, ich gehe jetzt mal wieder von kleinen Jungs aus, so, wenn man dem mal sowas gibt, die sind nicht immer ganz sanft und nicht ganz vorsichtig, haben vielleicht auch das Lenken noch nicht so drauf. Und da könnte mal aus Versehen eine Mauer im Weg stehen oder ein Stein. Das macht diesem Auto überhaupt nichts. Bist du jetzt die Bande hochgefahren? Das ist irgendwie ein Käfer auf dem Rücken. Guck mal, jetzt. Auf dem Rücken fährt er nicht, dann müssen Sie wieder umdrehen. Alles andere macht er mit. Also ich bin Fan von diesem Monster Truck. Ja. Und Sie werden es auch bei 15 Euro. Übrigens batteriebetrieben, die halten aber auch recht lange. Und du willst jetzt wirklich die Rampe hochfahren? Vor der Pole, wird er nicht ganz schaffen. Also da, das reicht nicht, die Rampe ist zu hoch, aber probieren Sie aus. Wo sind die Grenzen? Ja, und Sie werden sehen, mit dem ist fast alles möglich. Das ist natürlich richtig cool. Allein auch schon die Farben finde ich richtig cool. Wollte ich halt gesagt haben. Mhm. Also schönes Rot mit so einem Rallye-Streifen drauf, das hat schon was richtig Cooles. Was hat der für Reichweite? Was sagst du? Ja, hier bis zu 50 Meter. Cool. Also da hast du schon eine richtig schöne Reichweite. Und da sehen wir es eben. Draußen macht alles noch mehr Spaß. Aber wenn es halt mal Dauerregen ist, kann man auch mal durchs Wohnzimmer fahren. Ja? Mhm. Na klar. Mutti ein bisschen ärgern, gemeinsam mit dem Papa. Das macht auch Spaß. Ne? Ja, macht wirklich Spaß. Vor allem zu diesem Spitzen-TV-Sonderpreis 15 Euro. Also nutzen Sie unbedingt diese Bestellmöglichkeit aus. Die Bestellnummer ist die NX 9359 und die 569. Und bald ist es ja auch wieder ein bisschen heller, ein bisschen wärmer. Ich glaube, da macht das auf jeden Fall auch noch mehr Spaß. Aber jetzt auch einfach mal in der Wohnung ein bisschen rumcruisen, das ist schon richtig cool. Vielleicht auch eine gute Geschenkidee, dürfen Sie gerne ja auch bis zu 5-mal bestellen. Aber wir machen natürlich auch schon hier direkt weiter mit unserem nächsten Schnapper hier für Sie, für nur 15 Euro. Es schlägt wieder 15. Ja, und ich denke, über die Feiertage, wo ja wirklich extrem viel gekocht wird, ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass er eigentlich mal wieder neue Messer bräuchte, weil die alten nicht mehr scharf sind. Stahlmesser, von denen sprechen wir hier. Und ich glaube, in jedem Haushalt gibt es einen Wetzstab. Ja. Aber wenn du das nicht beherrschst und im falschen Winkel deine Messer versuchst zu schärfen, geht das meistens in die Hose. Die werden im schlimmsten Fall noch stumpfer und irgendwann denkst du, jetzt brauche ich neue Messer. Nein, sie brauchen nur die richtige Technik, um Messer zu schleifen. Und die haben wir hier. Wir haben hier nämlich einen elektrischen Messerschleifer. Und ich verzichte jetzt mal, den einzuschalten, ganz einfach, weil ich glaube, Sie wissen, wie man das macht und weil es natürlich Lärm macht. Ja? Ganz klar, das ist kein flüsterleises Gerät, das ist ein effektives Gerät. Ab in die Steckdose. Und jetzt sehen wir hier aber zwei Öffnungen. Einmal hier für etwas dünnere, für dickere Klingen, genauso auch hier. Und dann ist es beschrieben, hier praktisch der Grund, Schliff und dann den Feinschliff, also praktisch nochmal polieren. Und dann ist das Messer, und da kannst du keinen falschen Winkel eingeben, dann ist es wieder scharf. Das Ganze übrigens auch sehr geschickt gemacht auf der Unterseite mit so kleinen Kunststoff.
Saugnäpfen. Ja, also Saugnapf ähnlich, das hält nicht bombensicher, aber es hält eben, es verrutscht nicht. Und wenn ich da jetzt ein bisschen andrücke auf der Arbeitsfläche, dann kann ich es selbst einhändig, die Messer schleifen. Ja. Würde genauso gehen. Also für mich perfekt, wenn ich bedenke, was ein hochwertiges Stahlmesser auch heutzutage kostet. Oh ja. Ja, und hier kannst du die Stahlmesser eben, ich sage jetzt mal, über Jahre hinweg scharf halten. Natürlich, irgendwann ist die Klinge zu kurz, weil du immer ein Stück weg warst, dann müssen sie wieder neue Messer kaufen. Aber weil ein Messer nicht mehr richtig scharf ist, ist kein Grund, ein neues Messer zu kaufen, sondern dann investieren sie jetzt einmalig günstige 15 Euro und ihre Messer, auch wenn sie nicht mit dem Wettstab umgehen können, werden eben wieder scharf. Also ich möchte wetten, dass gerade jetzt über die Feiertage, Weihnachten, Silvester oder was einige geflucht haben, wenn es dann um das Thema Raclette oder um das Thema Fondue ging, wenn man dann versucht, so ein Schweinefilet oder sowas dann so in handliche Stücken zu schneiden und man feststellt, dieses Messer schneidet ein Eimer Wasser bis auf den Boden, aber eben kein vernünftiges Stück Fleisch mehr. Spätestens bei den Paprika kriegt der ein oder andere mal einen Schreikrampf, dann wird es Zeit, dass man das Ganze einfach mal wieder vernünftig zur Schärfe bringt. Da kann man viel Aufwand betreiben oder man schaut ganz einfach die 1515-Show bei Pearl TV und bekommt für gerade mal 15 Euro einen elektrischen Messerschleifer, der alles macht, ganz automatisch mit all ihren Messern, damit sie in der Zukunft genau dieses Problem mit den stumpfen Messern in ihrer Küche nicht mehr haben werden. NX 8562 und die 569. Und natürlich hat sich Ralf also auch ein Stück weit Gedanken gemacht über das Thema schöne Uhren. Das ist einer seiner Steckenpferde. Und deswegen schlägt es jetzt wieder 15 bei uns. Ich traute meinen Augen nicht, als ich sah, dass wir diese Uhr hier für 15 Euro anbieten können. Allerdings, Sie sehen es als Preisalarm. Das heißt, hier haben wir die Begrenzung pro Besteller maximal eine Uhr. Bei allen anderen Produkten, das wissen Sie, dürfen Sie sogar bis zu 5-mal zugreifen. Schauen wir uns die Uhr mal genau an. Es ist eine sehr schick designte Damen- oder Herrenuhr. Es ist eine Unisex-Uhr, wie ich finde. Aber Sie sehen einerseits ein analoges Anzeige, ein Ziffernblatt, also wo man es ganz einfach ablesen kann, aber darunter auch noch ein digitales. Und das wäre allein schon 15 Euro wert, aber diese Uhr ist eine Funkuhr. Und eine Funkuhr für 15 Euro finde ich schon fast sensationell. Also Funkuhr heißt, die bekommt dieses Funksignal regelmäßig und wenn dann Abweichungen sind, egal ob digital oder analog, werden die automatisch ausgeglichen. Das gleiche gilt auch bei der Umstellung, ja, wenn wir dann mal wieder Sommerzeit haben oder was wir erst kürzlich hatten im Oktober von der Sommerzeit auf die normale mitteleuropäische Zeit. Das macht die automatisch. Und jetzt, Carsten, du kennst dich auch ein bisschen mit Uhren aus. Funkuhren, da weiß man, da legst du gleich mal nochmal eine Schippe drauf. Da kannst du normalerweise direkt schon mal eine Null an den Preis hinten dranhängen. Also da bist du normalerweise schon in einem dreistelligen Bereich. Sehr beliebt übrigens, gerade hier diese Kombination aus analoger Anzeige und digitalem und digitaler Anzeige. Der eine möchte es gerne so, der andere möchte es gerne so. Hier haben Sie beides hervorragend im Überblick. Und ich weiß, dass diese Uhr ganz hervorragend zu tragen ist. Die wiegt nicht wirklich viel. Dementsprechend merkst du sie eigentlich am Handgelenk gar nicht. Ist ein perfekter Alltagsbegleiter, die mit Sicherheit mal zu einer Jeans getragen genauso klasse aussieht wie zu einem Anzug. Finde ich ein sehr, sehr schönes Modell. Die ist batteriebetrieben, ne? Richtig, genau. Also, was weiß ich, 1, 2, 3 Jahre. Man kennt das. Knopfzelle wechseln muss lassen und fertig. Aufziehen oder sonst irgendwas, nicht in die Sonne halten, das passiert dann automatisch. Ein sehr, sehr schönes Modell, wie ich persönlich finde. Gerade mit diesem silbernen Kopf und dem dunklen Armband hier, mit dieser Dornschließe, das passt also wirklich zu jedem Handgelenk. Ein richtig tolles Modell. Und jetzt guckt man natürlich auch mal bei den Kollegen von Pearl.de vorbei, wie es denn da so aussieht vom Preisgefüge her. Da sind wir bei fast 40 Euro angekommen. Das wäre hier schon ein sehr, sehr günstiger Preis für eine analoge und digitale Funkuhr. Aber hier bei uns, wissen Sie, haben wir den Preis natürlich in der 1515-Show für die Dauer dieser Sendung und bis maximal 2 Stunden danach um mehr als die Hälfte reduziert auf gerade mal 15 Euro. Sie denken nur bitte dran, das ist unser aktueller Preisalarm. Das heißt, diese Uhr dürfen wir bitte nur einmal pro Besteller rausgeben. Aber das sind so Gelegenheiten, die kommen so schnell nicht wieder, oder? Da greift man zu, wenn man so. Ja, also gerade wer schon immer auf der Suche war, ich möchte mal eine Armbanduhr mit Funkgenauigkeit, ja. Und ich weiß, viele verzichten auf Armbanduhren. Das ist auch jedem freigestellt, weil du ja heutzutage auf dem Smartphone deine Uhrzeit immer genau hast. Ich bin jemand, der immer Armbanduhren trägt, du auch. Ich habe sie gerne, wenn ich mal kurz gucken möchte, zack, weiß ich direkt, was es sagt. Ist auch der einzige Schmuck des Mannes in vielen Fällen. Richtig. Aber man muss sich halt auch auf seine Armbanduhr verlassen können. Meine Uhr ist ebenfalls eine Funkuhr.
Uhr, aber die hat ein bisschen mehr als 15 Euro gekostet. Ja. Hier haben wir jetzt die einmalige Möglichkeit einer Funkuhr, analog und digital, für 15 Euro. Und das sollten Sie zu Hause auch nutzen. Ja, unbedingt nutzen Sie hier die Gelegenheit. Es ist allerdings der Preisalarm, deshalb hier bitte pro Besteller nur einmal zugreifen. Aber tun Sie das auf jeden Fall, egal ob vielleicht für einen Mann oder für eine Dame. Das sieht, glaube ich, an jedem Handgelenk wirklich wunderschön aus. Eben diese Kombination von der digitalen Version hier auf dem Ziffernblatt, aber auch hier noch mit dem ganz normalen Ziffernblatt. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Für nur 15 Euro bekommen Sie hier unsere Funkarmbanduhr. Die bestellen Sie mit der NC 70, 76 und natürlich der 569. Und jetzt haben wir was richtig Gutes für alle, die keinen so einen grünen Daumen haben wie ich. Es schlägt wieder 15. Ja, wir schauen natürlich 1, 2, 3 Monate in die Zukunft, weil im Moment brauchen wir über Bewässerung, das ist ein Bewässerungssystem, überhaupt nicht sprechen. Im Moment müssen wir, glaube ich, in ganz Deutschland darüber sprechen, wie bekomme ich zu viel Wasser los. Aber, und viele von Ihnen planen ja schon den Garten. Was pflanze ich dieses Jahr an Salat oder was für Gemüse und wie mache ich das? Ja. Und hier haben wir das perfekte Bewässerungssystem, auch wenn Sie nur in Anführungsstrichen Blumen oder Ähnliches machen. Wir sehen hier 40 Meter Schlauch, die an jeden handelsüblichen Wasserhahn außen angeschlossen werden können. Aber das eigentlich Wichtige ist hier drin. Du kannst den Schlauch nämlich jederzeit ganz einfach mit einer Schere unterbrechen und diese kleinen Berieselungs-, Bewässerungs- oder Betropfungseinsätze einsetzen. Und jetzt machst du Wasser genau dorthin, wo es hingehört. An die Wurzeln, ja, oder auch als Zerstäuber. So, wie du Wasser brauchst, das kann man kurz vorher planen, eben je nachdem, wie man gepflanzt hat. Und jetzt hast du ein fast selbstständiges Bewässerungssystem. Da sind Kabelbinder dabei, da ist Schnur dabei und die ganzen Einsätze sind dabei. Wahnsinn. Und das setzt du so, dass jede Pflanze ausreichend Wasser bekommt, sobald du den Schlauch angeschlossen hast. Das ist perfekt, das ist wie ein eigener Gärtner. Richtig, also im Moment brauchen wir uns über Blumengießen erstens mal wegen der Jahreszeit und zweitens wegen der Regenmenge überhaupt nicht zu kümmern. Aber viele von Ihnen wissen, wie es in den letzten Jahren war. Da hatten wir eben im Frühjahr eine sehr große Trockenperiode. Und dann kann es sein, wenn ich auch nur Hobbygärtner bin, dass eben das Ganze, was ich da gepflanzt habe, überhaupt nicht richtig rauskommt. Ja, und das ist dann ärgerlich. Wenn die Tomaten eben nicht so reichlich wie im letzten Jahr sind oder die Karotten, wenn ich mal vom Gemüse spreche, den Kopfsalat, den ich da gemacht habe und. Auch die Erdbeeren vielleicht. Ja. Oh, aber mit diesem, da habe ich euch, mit Erdbeeren. Ja. Ja. Mit diesem Bewässerungssystem kann man eben garantieren, dass mein eigener Garten bestens ausgestattet ist und bewässert wird. Wie gesagt, vollumfänglich 136 Teile, 40 Meter Schlauch. Also ich glaube, da kann man ein großes privates Beet damit bewässern. Und wenn Sie jetzt sagen, da warte ich noch bis im Frühjahr, das ist ein Frühjahrsartikel, aber ich bin mir sicher, dass das dann im Baumarkt in dieser Art und Weise über 50 Euro kosten wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass du also hier beim Gartenfachbetrieb oder jetzt im Baumarkt oder sowas definitiv für so etwas tiefer in die Tasche greift. Ist ja ein Garant dafür, dass ganz einfach auch die Pflanzenfülle, die ja auch sehr viel Geld bezahlt, dass eben dann doch vernünftig bewässert werden. 136 teilig, 40 Meter lang, in Abständen ihrer Wahl einsetzbar und das für gerade mal 15 Euro. So günstig kann der grüne Daumen sein mit der ZX 7009 und der 569. Denn damit sichert auch ein Smartphone, oder? Machen bestimmt auch Fotos damit. Solche Fotos haben Sie wahrscheinlich noch nie damit gemacht. Es schlägt wieder 15. Also ich bin ja schon begeistert, was man heutzutage mit Smartphones für Fotos machen kann. Aber man stößt eigentlich mit Smartphones an seine Grenzen. Ich darf dir mal ein Smartphone geben. Bitte, das ist jetzt ein Zubehörset für alle Smartphones mit einer Fotolinse. Aber ein 11-teiliges, deshalb habe ich es auch hier. Und jetzt fangen wir mal ganz klein an. So kommt es nämlich zu Ihnen. Und ich bitte dich jetzt mal, machst du mal die Kamera an. Ja, mach mal ein Foto von Diana, bitte. Okay. Ja. Tschüss. Oh, schön. So, und jetzt habe ich hier das erste Teil, wie gesagt, 11-teilig. Das ist ein Teleskopaufsatz, ein Vorsatzobjektiv. Und das hängst du jetzt einfach, versuch es mal drauf zu machen, man kann das auch einstellen und mach mal ein zweites Foto. Und in der Zeit packe ich mal das ganze andere Zubehör aus. Und da werden Sie sehen, das macht eigentlich deine,
deine Handykamera zum Profi-Equipment. Ja. Weil wir haben hier nicht nur das Teleobjektiv, wir haben auch ein Fischauge, ein Makro, ein Weitwinkelobjektiv, sämtliche Halterungen und auch ein Fernauslöser. Und du siehst, ja, ich schub mal alles aus, da sehen wir es. Das ist alles dabei. Fernauslöser, Makro, ja, eben die Halterungen und das alles in einem Set für 15 Euro. Und dann hast du fast schon die Optionen wie bei einer wirklich sehr, sehr teuren Spiegelreflexkamera, die du hier machen kannst. Hast du es eingestellt bekommen? Ja, ich... Guck mal, du kannst das Objektiv auch, wenn... Warte mal, darf ich dir mal kurz helfen? Guck mal, hier kannst du das einstellen, jetzt. Jetzt müsste es drauf passen. Und jetzt muss es jetzt noch richtig schieben, bis es richtig ist. Ja? Also das passt auf jedes Handy, egal ob die Linse ein bisschen vorder ist oder hinten. Ja. Und wenn du es jetzt hast, sagst du Bescheid und dann machst du ein zweites Foto. Ja? Also, oh ja, so. Stimmt. Wow. Wow, sieht super aus. Okay, und jetzt das haben wir mal ein Tele, eins aus zwei Metern Entfernung. Und plötzlich meinst du, sie sitzt ja auf dem Auge. Ja, weil hier, ja. Allein hier 18-fache Vergrößerung. Makro, also das ist für mich mikroskopisch klein, wenn man mal Pflanzen, Münzen, Wahnsinn. Insekten fotografieren will. 10-fache Vergrößerung ist da möglich. Und. Weitwinkelfischauge, ich glaube, die Bilder kennen Sie. Stativ, Fernauslöser. Also das sind alles so Zubehörartikel, die du einzeln kaufst und dann zahlst du insgesamt auch mal, ich schätze jetzt mal 50, 60 Euro. Hier haben wir das Komplettpaket für gerade mal 15 Euro. Also das ist wirklich die Möglichkeit für jeden jetzt hier zuzugreifen. Und da sehen wir auch nochmal, wie einfach das in der Anwendung ist. Ja, das war wirklich einfach. Einfach kurz eingestellt, draufgeschoben und schon guckt man dann einfach wirklich da durch und sieht alles viel, viel näher. Ich habe das gerade auch mal mit Diana getestet und sie haben es ja auch mitgekriegt, das war wirklich gestochen scharf und sie war viel, viel näher dran als vorher. Finde ich auch gerade vielleicht mal interessant, wenn man mal so Geldscheine fotografiert oder vielleicht auch jetzt wieder im Frühling dann irgendwelche wunderschönen Blumen. Also das sieht man ja auch einfach dann viel, viel besser, aber allein so auch schon die Landschaft. Wenn aus 5 Euro schnell 10, das ist der Hammer. Ja. Das wäre doch toll. Also nutzen Sie unbedingt die Gelegenheit, für unser 11-teiliges Smartphone-Vorsatz-Linsenset für nur 15 Euro. Die Bestellnummer wäre einmal die NX 4179 und die 569. Und Sie bekommen hier wirklich 11 Teile. Das finde ich wirklich fantastisch. Zu diesem Preis ist das der Wahnsinn. Und schauen Sie mal, wie kreativ Sie da auch werden können. Vielleicht auch einfach mal ein neues Hobby. Gerade jetzt vielleicht auch noch dann im Winter, wenn es dann noch mal schneit oder so. Also ich stelle mir das schon richtig gut vor. Nutzen Sie die Gelegenheit, dürfen Sie gern auch wieder bis zu 5-mal bestellen. Aber jetzt gehen wir mal ins Badezimmer mit Ihnen. Jetzt schlägt es wieder 15. Ja, wir bringen sogar einen Hauch von Luxus in jedes Badezimmer, beziehungsweise ich sage jetzt mal an die Dusche oder in die Duschkabine. Weil das ist ein sogenanntes Duschkabinen- oder Duschenthermometer. Das ist ganz einfach wie ein Duschschlauch, eigentlich zwischen Duschschlauch und Armatur anschließe. Und jetzt sehe ich hier ganz ohne Stromzufuhr immer die Wassertemperatur. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir wollen morgens duschen gehen, Dusche an und dann ist es schon warm genug. Handtest drunter, oh doch nicht. Dann geht man drunter, dann ist es wieder zu heiß. Ist auch nicht recht. Und jeder hat so seine Wohlfühltemperatur. Wenn Sie die nicht wissen, einmal hier drauf schauen, wann Sie sich wohlfühlen, dann wissen Sie die. Weil hier jetzt die Dusche angemacht und Sie sehen hier die Wassertemperatur. Das ist für uns Luxus. Ich weiß nicht, man sagt normalerweise, Körpertemperatur ist die angenehme Wohlfühltemperatur, also um die 36 bis 38 Grad. Es gibt aber auch viele, die Heißduscher, das sind oftmals Frauen, die bei 39, 40 Grad sind, wo wir Männer uns verbrühen. Da bricht ja, der Dusche der Schweiß aus. Aber ganz egal, wie deine Wohlfühltemperatur ist, du hast sie hier auf das halbe Grad genau. Noch schlimmer ist es bei Kindern. Wer Kinder hat, kleine Kinder, die heulen, wenn es zu kalt ist, die heulen, wenn es zu heiß ist, bei zu heiß auch zu Recht. Ich habe auch geheult, wenn das Wasser richtig war. Okay, gut. Du bist so einer. Ja, aber hier kannst du sie wenigstens unter die Dusche stellen, wenn die richtige Duschtemperatur erreicht ist. Wir sehen, das ist auch drehbar. Also egal, ob du jetzt mit 1,50 Meter Körperhöhe in der Dusche stehst oder mit 2 Metern. Du kannst das genau im Winkel einstellen. Die Stromversorgung kommt durch den Wasserfluss. Also solange kein Wasser fließt, ist das Display nicht an. Man sieht es nicht, ganz, ganz klar. Aber sobald ich den Duschhahn aufdrehe und hier Wasser durchfließt, sehe ich die Temperatur des Wassers, das durchfließt. Super. Und wenn dann meine Temperatur erreicht ist, dann gehe ich unter die Dusche.
Heulst du heute immer noch, wenn du unter der Dusche musst? Nee, aber meine Mutter hat mir früher, als ich klein war, so ungefähr so groß wie eine Tischkante, muss ja meine Mutter mal einen Waschlappen auf die Augen setzen. Dass du das Wasser nicht siehst? Nee, beim Haarewaschen. Damit das Wasser nicht in die Augen läuft. Ach ja. Ich war ein sehr empfindliches Kind. Ja. Sehr sensibel. Du hattest eine ganz harte Kindheit. Ja. Du musstest einmal in der Woche unter die Dusche gehen. Aber so viel hat sich da gar nicht dran geändert. Jetzt sind sie Haare. Jetzt sind sie Haare, ja. Aber jetzt wasche ich sie. Jetzt kommt der Waschlappen über die Haare. Also, Spaß beiseite, das Ding ist wirklich klasse. Ganz einfach nur zwischen die Armatur und den Duschlauch zwischenschrauben. Das ist ein Standardgewinde, das kriegen Sie locker hin. Da brauchen Sie doch nicht mal Werkzeug für. Und da wissen Sie ganz genau, welche Temperatur hat denn jetzt eigentlich das Wasser, mit dem Sie sich da abduschen möchten. ZX8303 und die 569, der Preis liegt bei gerade mal 15 Euro. Eine sehr, sehr praktische Ergänzung auch für Ihr Badezimmer. Und jetzt reden wir mal von einer richtig sinnvollen Ergänzung für die Küche. Es schlägt wieder 15. Ja, und dieses Produkt gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt das größte mir bekannte ausgewählt, weil ich das genial finde. Es ist ein sogenannter Tütenverschweißer. Darf ich dich mal bitten, das einzustecken, Carsten? Und zwar auch für große Flächen. Sie sehen das, ich kann hier verschiedene Wärmegrade einstellen. Ich gehe jetzt bei unserem Produkt, das ich hier habe, mal auf die mittlere Stufe. Wir haben 8 Stufen bis zu 200 Grad. Und jetzt können Sie geöffnete Tüten, also das können Chips sein, das können natürlich auch Müsli-Verpackungen oder ähnliches sein, oder Kaffeeverpackungen hier zwischen einlegen, den Knopf drücken und dann wird die Oberfläche wieder versiegelt, also verschweißt. Ich habe jetzt hier etwas, ich muss sagen, da ist die Fantasie mit mir durchgegangen. Es gab noch nie in meinem Leben irgendwann mal die Situation, wo ich Spekulatius hätte wieder verschließen müssen. So lange haben die nie gelebt. Aber wir kennen die Folienpackung vielleicht, die ist relativ dick und ich mache es jetzt mal ganz brutal. Ja. Ich lasse die auch so doppelt gefaltet. Ja? Ja, okay, und die legen wir jetzt ein. Ich gehe vielleicht in der Temperatur, muss man einfach mal ausprobieren, einen Schritt höher. Und jetzt legen wir das hier zwischen rein in dieser doppelten Variante. Na, so. Und jetzt drücke ich hier das Knöpfchen. Und jetzt sehen wir, das Rote ist gleich wieder aus. Und wir sehen hier ganz leichten Qualm. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, guck mal, ist das wieder verschweißt. Und jetzt ist es zu hier, an der Stelle. Ja? Also, Spekulatius, ganz schlechtes Beispiel. Bei Ihnen werden auch keine Spekulatius übrig sein. Aber Müsli, Cornflakes, das kann Kaffee sein. Kaffee, ja? Oder auch nur, wenn du irgendwas einfrierst, dass du keinen Gefrierbrand kriegst. So einfach kann das sein. Und Sie sehen, das ist jetzt richtig dick und spektakulär. Spekulatius, spektakulär. Tolles Wortspiel, oder? Ja. Und ist wieder verschweißt und dicht. Und das innerhalb von wenig Sekunden. Ja, alles zu und dicht. Ja. Das schmeckt auch in 2 Wochen noch. Ja, das ist wirklich richtig praktisch. So einfach kann es sein und das für 15 Euro. Ich denke da auch mal vielleicht an die ganzen Backutensilien, die man immer so braucht, an Zutaten. Aber auch allein natürlich im Alltag. Ich glaube, das ist wirklich praktisch. Und die Reichweite hier, die Spanne ist ja auch für egal welche Tüte passt. Ja. Richtig, man muss es halt mal ausprobieren. Wir können hier bis zu 200 Grad. Das wäre, ich sage jetzt mal, für dicke Verpackungstüten, die etwas dicker sind, bräuchte ich die höhere Temperatur. Für dünne Tüten würden wahrscheinlich schon 100 Grad reichen. Ja. Ja, aber das muss man einfach mal ausprobieren. Du hast hier ja 8 Einstellungsmomente. Und dementsprechend würde ich sagen, für alle Verpackungsmaterialien ist die richtige dabei. Und dann ist es eben wieder luftdicht verschlossen. Und so einfach geht das dann auch. Also am besten hier direkt zugreifen, gerne auch bis zu 15 Mal, vielleicht auch mal zum Verschenken. Ich glaube, das braucht einfach wirklich jeder. Unser Folienschweißgerät bestellen Sie für nur 15 Euro mit der NC 3671 und natürlich der 569. Das war doch wirklich mal eine richtig tolle Sendung. Also ich bin richtig begeistert von den ganzen Produkten, die Ralf uns heute rausgesucht hat. Spielzeug war auch mit dabei und auch eine wunderschöne Armbanduhr. Das war der Preisalarm, eine Funkarmbanduhr. Auch daran bitte denken. Seien Sie auch am besten richtig schnell, denn ich bin mir sicher, bei allem ist die Nachfrage sehr, sehr groß. Ja, und das war's auch schon wieder hier mit unserer 15:15-Show. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und viel Spaß dann beim Bestellen.